Es geht los. Die Raumfahrt macht sich auf in ein neues Zeitalter. Zum ersten Mal ist es gelungen, eine Rakete bei einem regulären Flug mit einer wiederverwendeten ersten Raketenstufe zu starten und diese auch wieder zurück zur Erde zu bringen. Warum damit jetzt ein neues Zeitalter der Raumfahrt beginnt? In Geeks und Science Fiction unser Thema. Herzlich willkommen. Es hat geklappt. Nach vielen Versuchen, über die wir hier oft berichtet haben, ist es gelungen. SpaceX hat eine bereits schon mal verwendete Raketenstufe zum Start einer kommerziellen Mission eingesetzt und sie auch wieder erfolgreich zur Erde geholt. Also kein Testlauf. Das ist ein absolut riesiger Fortschritt und Elon Musks Raketenfirma SpaceX läutet damit wirklich ein neues Zeitalter der Raumfahrt ein. Während eine Saturn V Rakete Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre einen Start hat, damals nach heutigen Maßstäben noch $1 Milliarde gekostet, fallen die Kosten für einen Raketenstart damit auf ein historisch niedriges Niveau. Bei der jetzt verwendeten Falcon 9 Rakete sollen es $62 Millionen gewesen. Tja, und der Start einer europäischen Ariane 5 Rakete, der soll immer noch $200 Millionen kosten, also ein riesiger Unterschied. Gut und schön, jetzt ist die Raumfahrt halt billiger geworden, aber was ist daran revolutionär? Tja, für Elon Musk ist es nur der erste Schritt. Im Sommer geht die Falcon Heavy an den Start. Sie kann nicht nur das Fünffache der Nutzlast der Falcon 9 in den Orbit befördern, das sind mehr als 50 Tonnen. Sie ist damit die stärkste Rakete, die es im Moment auf der Erde gibt. Elon Musk hat mit ihr noch Großes vor. Er gibt deshalb auch die Nutzlast für einen Flug zum Mars an, das sind 14 Tonnen, und zum Pluto. Das sind immerhin knapp 3 Tonnen. Wie bitte? Was hat der Mann vor? Die Besiedlung unseres Sonnensystems? Genau, Elon Musk sagt, dass wir das Sonnensystem besiedeln müssen. Der Aufenthalt auf nur einem Planeten sei zu unsicher. Wie bitte? Moment mal, wir sollen das gesamte Sonnensystem besiedeln? Ganz ehrlich, der Mann hat recht. Was haben wir in der letzten Zeit hier nicht über die verschiedensten Katastrophen berichtet, die uns auf der Erde drohen? Asteroiden, die Klimakatastrophe, Supervulkane und so weiter und so fort. Es ist zwingend, das Sonnensystem zu besiedeln, wenn die Menschheit überleben soll. Wenn wir diese Herausforderung gelöst haben und die Erde verlassen können, dann haben wir eine neue Evolutionsstufe erreicht. Wow, Elon Musk. Das ist echt ein Vordenker. Wie ist er auf diese Ideen gekommen? Ganz einfach, sagt er, durch die Bücher von Isaac Asimov. Die habe ich übrigens auch gelesen und kann sie nur empfehlen. Einfach Hammer, wie zum Beispiel I, Robot. Bei Audible könnt ihr den Roman als Hörbuch kostenlos runterladen. Und wir haben diesen speziellen Gratis-Link in der Videobeschreibung. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.